Treibhauseffekt und Klimawandel, Phänomene, die nicht mehr zu leugnen sind. Ursache ist unter anderem der Ausstoß von klimaschädigenden Abgasen. Alternative Energieversorgung ist deshalb heute wichtiger als je zuvor und rückt zunehmend in den Fokus von Wirtschaft und Wissenschaft. Dieser Trend beschert auch einer 190 Jahre alten Erfindung neue Aufmerksamkeit, dem Stirling-Motor, benannt nach seinem Erfinder Reverend Robert Stirling. Robert Stirling wird am 25. Oktober 1790 in Cloke bei Methven in Schottland geboren. Bereits in jungen Jahren kommt Robert mit Technik in Kontakt. Sein Großvater Michael entwickelte 1756 die erste rotierende Dreschmaschine für die Landwirtschaft. Der junge Robert unterstützt seinen Vater bei der Wartung dieser Maschinen und zeigt dabei großes Interesse an allem Mechanischen. Von 1805 bis 1808 besucht er die Universität Edinburgh, wo er Latein, Griechisch, Logik und Mathematik studiert. Ein Jahr später beginnt Robert Stirling ein Studium der Theologie und Rechtswissenschaften an der Universität Glasgow. Am 4. Juli 1815 legt er sein Examen ab und wird von der schottischen Kirche zum Priester geweiht. Eine Berufung, der Stirling bis zu seinem Tod 1878 treu bleiben sollte. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts findet in den europäischen Gesellschaften ein technologischer, ökonomischer und sozialer Wandel statt. Zu Beginn der industriellen Revolution sind die Arbeitsbedingungen katastrophal. Dies ist auch in der Gemeinde des Pfarrers Stirling der Fall. In den Kohlebergwerken werden mit Hilfe von neuen Hochdruckdampfmaschinen Pumpen angetrieben, um das Grubenwasser abzupumpen. Der Preis ist hoch. Nicht selten explodieren die Dampfkessel und fordern zahlreiche Tote, darunter auch sechsjährige Kinder, die schon in den Gruben arbeiten mussten. Getrieben vom Gedanken, die gefährliche Arbeit leichter und sicherer zu machen, will Robert Stirling eine Maschine entwickeln, die bei viel geringerem Druck und auch ohne den gefährlichen Dampf arbeiten kann. Obwohl die Prinzipien der Thermodynamik noch nicht bekannt sind, kennt Stirling bereits die Eigenschaften von Gasen, sich bei Wärme auszudehnen und bei Kälte zusammenzuziehen. Dies macht ein einfaches Experiment deutlich. Wenn ein Glas heißer Marmelade mit einem Papierdeckel verschlossen wird, erhitzt sich die Luft im Glas. Dadurch dehnt sie sich im Inneren des Glases aus und der Deckel wölbt sich nach oben. Wird das Gefäß jedoch mit kaltem Wasser gekühlt, zieht sich die Luft im Glas zusammen und der Deckel wölbt sich nach innen. Dies inspiriert Stirling dazu, eine Maschine zu konstruieren, die diese Eigenschaft von Gasen ausnutzt. Das Prinzip einer solchen Maschine ist schon seit der Antike bekannt. Bereits im 2. Jahrhundert vor Christus entwickelt der Gelehrte Hieron von Alexandria eine Maschine, die die Türen eines Tempels automatisch öffnen kann, um Gläubige zu beeindrucken. Entzündet man ein Opferfeuer, so wird ein darunter befindlicher, halb mit Wasser gefüllter Kessel erwärmt. Die Luft im Inneren dehnt sich aus. Durch den dadurch entstehenden Druck wird das Wasser über eine Leitung in den Eimer gedrückt. Dieser sinkt durch das Gewicht des Wassers nach unten und zieht an einem Seil, das die Tore öffnet. Wird das Feuer wieder gelöscht, kühlt sich die Luft ab und zieht sich zusammen. Durch den Unterdruck wird das Wasser im Eimer in die Kugel zurückgesaugt und ein Gegengewicht schließt die Tore wieder. Genau wie Herons Heißluftmaschine nutzt auch der Stirling-Motor die Eigenschaft von Luft, sich bei Wärme auszudehnen und bei Kälte zusammenzuziehen.
Am 27. September 1816 meldet Robert Stirling in Schottland das Patent einer Heißluftmaschine an, die später als Stirling-Motor bekannt wird. Für den Betrieb wird ein geschlossener Zylinder von unten kontinuierlich erhitzt. Die Luft im unteren Bereich des Motors wird erwärmt, dehnt sich aus und presst einen Arbeitskolben nach oben. Jetzt muss die warme Luft wieder abgekühlt werden. Dazu baut man an der Flamme entferntesten Stelle Kühlrippen ein und muss nun dafür sorgen, dass die Luft dorthin strömt. Die Luft muss also unten verdrängt werden. Dies gelingt mit einem zusätzlichen Kolben, der, indem er nach unten wandert, die Luft dort verdrängt und zu den Kühlrippen nach oben drückt. Dort kühlt die Luft ab, zieht sich zusammen und der Arbeitskolben wird wieder nach unten bewegt. Gibt der Verdrängungskolben nun den Platz unten für die Luft wieder frei, so kann sie sich dort erneut erwärmen und der Vorgang beginnt von neuem. Damit daraus eine gleichförmige Bewegung wird, müssen Arbeitskolben und Verdrängungskolben exakt zusammenspielen. Dies gelingt dadurch, dass beide Kolben über ein Schwungrad miteinander verkoppelt sind. Die Anordnung der beiden Kolbenstangen wird dabei so gewählt, dass die Kolbenbewegungen genau passend zu den Arbeitsschritten ablaufen. Während sich durch die Erwärmung der Luft der Arbeitskolben nach oben bewegt, bewegt sich der Verdrängungskolben kaum. Danach beginnt die Verdrängung der Luft in den Kühlbereich. Schließlich bewegen sich die beiden Kolben wieder in ihre Ursprungslage. Dabei wird die gekühlte Luft nach unten verdrängt, wo sie sich erwärmen kann und der Kreislauf beginnt erneut. Mit seinem Heißluftmotor entwickelt Robert Stirling eine sichere Konkurrenz zur Dampfmaschine. Denn im Gegensatz zu dieser ist der Druck im Zylinder wesentlich geringer. Lediglich die notwendige Wärme wird ebenfalls mit Kohle erzeugt. Aber neben der verbesserten Sicherheit hat der Stirling-Motor gegenüber den Dampfmaschinen auch einen geringeren Brennstoffverbrauch. Grund genug, die neue Technik weiterzuentwickeln. Der Motor wird in Ayrshire in Schottland als Wasserpumpe zur Entwässerung eines Steinbruchs eingesetzt. Bis 1840 entwickelt und patentiert Robert mit seinem Bruder James, einem Mechanikingenieur und Gießereimanager, mehrere Stirling-Maschinen. An die Dundee Foundry Company, eine Gießerei in Schottland, liefert Stirling im März 1843 einen Motor mit der stolzen Leistung von 34 Kilowatt. Gegenüber der vorher verwendeten Dampfmaschine kann bei gleicher Leistung der Treibstoffverbrauch um 2/3 gesenkt werden. Dieser Motor ist 4 Jahre im Einsatz und hat einen im 19. Jahrhundert nie wieder erreichten Wirkungsgrad von 18%. Der von Dampfmaschinen liegt zu dieser Zeit unter 10%. Da Robert Stirling kein Industrieller ist, beschäftigt er sich nicht mehr länger mit der Weiterentwicklung und Vermarktung seiner Idee, sondern widmet sich seinen Aufgaben als Pfarrer. Bis zu seinem Tod bleibt Robert Stirling Minister der Presbyterianischen Kirche in Galston, Ayrshire. Dort stirbt Robert Stirling im Alter von beinahe 88 Jahren am 6. Juni 1878. Seine Idee vom Stirling-Motor aber lebt weiter. Anfang des 20. Jahrhunderts sind weltweit ca. 250.000 Stirling-Motoren im Einsatz als Ventilatoren, Pumpen oder Antriebe für Kleingeräte. Sie versorgen Privathaushalte und kleine Handwerksbetriebe mit mechanischer Energie. Ihr Vorteil liegt darin, dass sie zum Betrieb nur Wärme benötigen und daher jedes beliebige Brennmaterial nutzen können. Als sich Otto-, Diesel- und Elektromotoren wegen ihrer besseren Leistungsausbeute aber immer weiter verbreiten, werden die Stirling-Motoren zunehmend vom Markt verdrängt.
Erst ab 1937 wenden sich wieder diverse Unternehmen der Erforschung von Stirling-Motoren zu, um mithilfe von angeschlossenen Dynamos elektrischen Strom auch in abgelegenen Gebieten zu ermöglichen. Heute gibt es verschiedene Arten von Stirling-Motoren. Eine der gängigsten ist der sogenannte Alpha-Typ. Hier besteht der Motor aus zwei getrennten Zylindern, einem heißen Arbeitszylinder und einem kalten Kühlzylinder. Beide sind über eine Leitung miteinander verbunden. Am linken Zylinderkopf wird Wärme zugeführt, der rechte wird durch Kühlrippen gekühlt. In der ersten Phase wird der linke Zylinder erhitzt und die sich ausdehnende Luft drückt den linken Kolben nach unten. Danach bewegt sich auch der rechte Kolben nach unten und saugt die heiße Luft in den Kühlzylinder, wo sie abgekühlt wird. Dadurch entsteht ein Unterdruck im Arbeitszylinder, der den dortigen Kolben nach oben zieht. Jetzt beginnt der Vorgang von neuem. Durch das wechselseitige Umschichten der Luft in den Arbeits- und Kühlzylinder erhält man eine kontinuierliche Bewegung des Motors. Heute gibt es vielseitige Anwendungen des Stirling-Motors. Aufgrund seines einfachen Prinzips und der ebenso einfachen Bauweise ist er besonders wartungsfreundlich und gerade in Zeiten, in denen das Thema Luftverschmutzung großgeschrieben wird, erlebt der Motor eine Renaissance. Da er jeden beliebigen Brennstoff nutzen kann, kommen besonders nachwachsende Rohstoffe und sogar Bio- und Klärgas aus Kläranlagen als Alternativen zu Benzin, Diesel oder der ursprünglich eingesetzten Kohle in Betracht. Aber als Energiequelle ist nicht unbedingt Brennstoff nötig. Sogar Erdwärme oder Solarenergie kann zum Betreiben eines Stirling-Motors genutzt werden. Wenn die Energiequelle, wie bei der Solarenergie, nicht auf Verbrennung beruht, dann arbeitet er sogar völlig abgasfrei. Diese Vielseitigkeit zeichnet den Stirling-Motor aus. So besteht in Wüstenregionen beispielsweise großer Bedarf an mechanischer Energie für das Pumpen von Wasser. Und Sonne ist dort reichlich vorhanden. Hier eignen sich besonders die sogenannten Dish-Stirling-Anlagen. Diese Anlagen nutzen die Wärme der Sonnenstrahlung mittels einer Parabolschüssel, englisch Dish, und einem am Brennpunkt installierten Stirling-Motor mit angekoppeltem Generator, um Strom zu gewinnen. Durch diese Eigenschaft, Strom auch aus regenerativen Energien herstellen zu können, bietet sich dem Stirling-Motor eine große Zukunft als Maschine für eine saubere Umwelt. Schon geringste Temperaturunterschiede, wie etwa Körperwärme zu Zimmertemperatur, reichen aus, um ihn zum Laufen zu bringen. Solange ein Temperaturunterschied vorhanden ist, wird er nie stillstehen. Ohne die von Verbrennungsmotoren gewohnten Explosions- und Verbrennungsgeräusche laufen Stirling-Motoren angenehm leise, weil es im Betrieb nicht zu Druckspitzen kommt. Dies sorgt auch für einen fast schwingungsfreien Lauf und erhöht die Lebensdauer des Motors erheblich. Doch vor allem die Ressourcenschonung sticht heraus und mindert die Nachteile wie Trägheit der Maschinen und die, gemessen an der Leistung, große und schwere Bauweise. Die Zeit scheint also wieder reif zu sein für eine Renaissance des Stirling-Motors. Auch heute kann er, wie zu Robert Stirlings Zeiten, dazu beitragen, unsere Lebensbedingungen erheblich zu verbessern. Ob CO2-Ausstoß oder Feinstaubemission, das Thema alternative Antriebe spielt eine zunehmend wichtigere Rolle. Beispiel Straßenverkehr. Noch immer werden fast alle Lkw und Autos mit Benzin oder Diesel betrieben. Aber diese fossilen Rohstoffe werden irgendwann zur Neige gehen.
und vor allem aus umweltpolitischer Sicht müssen dringend Alternativen gefunden werden. Eine vielbeachtete Lösung könnte die Brennstoffzelle bieten. Das Prinzip ist schon über 160 Jahre alt. Heute gilt die galvanische Gasbatterie, die der britische Physiker William Grove bereits 1839 beschreibt, wieder als Zukunftstechnologie. Sir William Robert Grove wird 1811 in Swansea in Wales als Sohn eines Friedensrichters geboren. Zunächst von Privatlehrern unterrichtet, geht er später auf das Brasenose College in Oxford, wo er 1832 graduiert. Gleichzeitig studiert er Jura an der Lincoln's Inn Society in London. Nach dem Studium beschäftigt er sich aber zunächst mit Physik und insbesondere mit elektrischen Phänomenen, einem damals noch jungen Forschungsgebiet. Erst seit gut 30 Jahren gibt es die Batterie, eine Erfindung des italienischen Physikers Alessandro Graf Volta und unabdingbare Voraussetzung für die weitere Erforschung der Elektrizität. Zunächst versucht Grove, die Erfindung Voltas zu verbessern und entwickelt 1839 eine eigene Zink-Platin-Batterie, das sogenannte Grove'sche Element. Mithilfe chemischer Reaktionen wird Strom erzeugt. Der Chemiker Michael Faraday experimentiert gerade mit der Elektrolyse. Er löst durch Strom chemische Vorgänge aus. Dabei wird elektrischer Strom zum Beispiel durch Wasser geleitet, das durch Salze leitfähig gemacht wurde. Da diese Flüssigkeit elektrischen Strom leitet, wird sie als Elektrolyt bezeichnet. Wenn man jetzt eine Stromquelle anlegt, zersetzt der elektrische Strom das Wasser in seine beiden Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff. Als William Grove von Faradays Forschungen erfährt, ist er davon überzeugt, dass sich der Prozess auch umkehren lässt, also durch Verbinden von Wasserstoff und Sauerstoff Strom zu erzeugen. Fasziniert von der Idee, beginnt er mit seinen Forschungen an dieser neuen Art von Batterie. Bereits kurz zuvor, 1838, veröffentlichte der in Basel lehrende deutsche Chemiker Christian Friedrich Schönbein in einem Artikel des Philosophical Magazine, dass er einen Versuch durchgeführt hat, bei dem er zwei Platindrähte in Reagenzgläsern mit Wasserstoff bzw. Sauerstoff umgibt und diese in Schwefelsäure taucht. Zwischen den Drähten habe er eine Spannung feststellen können. Grove liest den Artikel und beeilt sich mit seiner eigenen Forschung. Und er hat einen Vorteil. Im Gegensatz zu Schönbein ist er der bessere Praktiker. Und deshalb gelingt es ihm als erstem, eine funktionsfähige Brennstoffzelle zu konstruieren. 1839 präsentiert Grove während eines Vortrages vor der Royal Institution in London diese funktionsfähige Brennstoffzelle. Er taucht wie Schönbein zwei Platinelektroden in Schwefelsäure und umgibt die eine mit Wasserstoff, die andere mit Sauerstoff. Und in der Tat, Grove kann in einem außen angelegten Stromkreis mit Hilfe eines Galvanometers einen Stromfluss feststellen. Damit ist die Brennstoffzelle erfunden. Brennstoffzellen gewinnen elektrischen Strom und Wärme direkt aus chemischer Energie. Das Prinzip ist relativ einfach. Zwei Elektroden, die mit Platin beschichtet sind, werden durch eine Trennschicht, den sogenannten Elektrolyten, voneinander getrennt. Auf der einen Seite der Anode strömt Wasserstoff ein. Das Platin trennt den Wasserstoff in Protonen und Elektronen. Der Elektrolyt lässt aber nur die Protonen durch seine Trennschicht auf die andere Seite gelangen. Die Elektronen müssen den Umweg über einen Stromkreis nehmen. Auf der anderen Seite des Stromkreises, an der Kathode, treffen die Elektronen dann auf einströmenden Sauerstoff, der sie aufnimmt. Trifft ein solches geladenes Sauerstoffteilchen auf ein Wasserstoffproton, so gleichen sich die Ladungen aus und es entsteht neutrales Wasser.
Noch im Jahr 1839 treffen sich Schönbein und Grove in England, um über die neue Stromquelle zu diskutieren. Schönbein gilt schließlich als Entdecker des Brennstoffzelleneffekts, Grove als Erfinder des ersten praxistauglichen Brennstoffzellenapparates. Groves Arbeiten mit Brennstoffzellen beginnen jetzt erst. In den nächsten Jahren fängt er an, nicht nur mit einzelnen Zellen zu experimentieren, sondern Apparate mit hoher Leistungsfähigkeit zu konstruieren. Bereits 3 Jahre später stellt Grove eine aus 50 Zellen bestehende Brennstoffzelle vor. Dadurch ist zwar ein wesentlich leistungsstärkerer Energiewandler entstanden, den Grove als gasbetriebene Batterie bezeichnet, dennoch kann auch diese Brennstoffzelle nicht mit den damals bereits vorhandenen galvanischen Batterien konkurrieren. Der Strom, den Groves galvanische Gasbatterie liefert, ist einfach viel zu schwach, um ihn für praktische Anwendungen nutzen zu können. Deshalb gibt William Grove seine Forschungen auf und kehrt zu seinem eigentlichen Beruf als Rechtsanwalt zurück. Wegen seiner naturwissenschaftlichen Ausbildung spezialisiert er sich auf technische Fragen und auf das Patentrecht. . 1864 wird er Mitglied der Royal Commission on the Law of Patents, der Königlichen Kommission für das Patentrecht. Unmittelbar nach seiner Ernennung zum Richter 1871 erfolgt die Schlagung zum Ritter. Fünf Jahre später, am 1. August 1896, stirbt Sir William Robert Grove in London. Seine galvanische Gasbatterie verschwindet zunächst von der Bildfläche. Denn bereits 1866 hat Werner von Siemens das dynamoelektrische Prinzip entdeckt, Stromerzeugung aus bewegten Magnetfeldern. Nun ist keine Chemie mehr nötig. Die Dynamo-Maschinen können elektrischen Strom in großen Mengen auf mechanischem Weg erzeugen. Auf Batterien ist man zunächst nicht mehr angewiesen. Erst 50 Jahre später erinnern sich andere Wissenschaftler an William Groves Idee und versuchen, die Brennstoffzelle so zu verbessern, dass sie als ernstzunehmende Energiequelle benutzt werden kann. Gegenüber der Batterie hat die Brennstoffzelle den Vorteil, dass sie keine Ladezeit benötigt. Bei der Zufuhr von Wasserstoff und Sauerstoff liefert sie sofort elektrischen Strom. Außerdem ist sie wesentlich leichter. Jetzt, zur Mitte des 20. Jahrhunderts, erlebt die Brennstoffzelle ihre erste Renaissance. Wegen ihrer geräuschlosen und emissionsfreien Energieerzeugung werden Brennstoffzellen zunächst zum Antrieb von Elektromotoren in U-Booten eingesetzt. Denn in Unterseebooten können wegen der Abgase keine Verbrennungsmotoren verwendet werden. Mit den Raumfahrtprogrammen in den 60er Jahren kommt die Brennstoffzelle auch im All zum Einsatz. Mit einer maximalen Leistung von ca. 1 Kilowatt liefert sie den Betriebsstrom für die Raumkapsel. Gegenüber anderen Antrieben haben Brennstoffzellen einen weiteren entscheidenden Vorteil. Sie produzieren nicht nur keine Abgase, als Abfallprodukt entsteht reines Wasser, das aufbereitet den Astronauten als Trinkwasser dient. Gegenüber der Wirtschaft haben die beiden Bereiche Rüstung und Raumfahrt aber eine Besonderheit. Geld spielt keine Rolle. Denn dies ist der größte Nachteil der ersten Modelle der Brennstoffzelle. Wegen der benötigten Rohstoffe sind sie noch sehr teuer. Erst mit der Ölkrise Ende der 70er Jahre suchen Ingenieure verstärkt nach neuen Energiequellen, um von Öl und Kohle unabhängig zu werden. Und sie suchen nach sauberen Energien. Diese Anforderungen soll die Brennstoffzelle erfüllen. Heute gibt es unterschiedliche Typen von Brennstoffzellen, die nach ihrer Arbeitstemperatur in Nieder-, Mittel- und Hochtemperaturzellen eingeteilt werden und in denen durchaus ähnliche Prozesse ablaufen. Benannt werden sie nach der verwendeten Trennschicht, dem Elektrolyten.
Er kann aus Kunststoff oder Keramik bestehen. Sogar flüssige Elektrolyten sind möglich. Die heute am weitesten entwickelte Brennstoffzelle für Blockheizkraftwerke und Kleinkraftwerke ist die Phosphorsäure-Brennstoffzelle. Den nötigen Wasserstoff gewinnt man aus Erdgas. Der Sauerstoff kommt direkt aus der Luft. Als Elektrolyt dient Phosphorsäure, die in einem Kunststoffvlies gebunden ist. Die Phosphorsäure-Brennstoffzelle steht einer möglichen Markteinführung am nächsten. Für den Einsatz in Kraftwerken eignet sich besonders die Schmelzcarbonat-Brennstoffzelle. Sie wird direkt mit Erdgas und Luftsauerstoff betrieben. Testanlagen in den USA erreichten Leistungen bis 2 Megawatt. Hauptsächlich für Autos, Busse und Transporter wird die Membranbrennstoffzelle genutzt. Hier besteht der Elektrolyt aus einer Kunststofffolie, einer Polymermembran. Da sie mit dem Luftsauerstoff auskommt, sind keine aufwendigen Filter und Reinigungsprozesse nötig. Der Wasserstoff wird über spezielle Tankstellen bezogen. Häufigstes Einsatzgebiet dieser Brennstoffzellen sind Busse des öffentlichen Nahverkehrs. Aber auch bei Pkw werden zunehmend Fahrzeuge mit Brennstoffzellen ausgerüstet. Alle Hersteller forschen an dieser Technologie und erste Serienfahrzeuge sind bereits auf dem Markt. Honda hat eine Heimtankstelle entwickelt, die vor der Haustür das Erdgas der Stadtwerke in Wasserstoff für das Auto umwandelt und dabei noch Strom und warmes Wasser für den Haushalt liefert. Brennstoffzellenheizungen sind heute schon in Betrieb. Kleine, kompakte Kraftwerke, die Strom und Wärme erzeugen. Geplant ist auch die Anwendung von portablen Brennstoffzellen als Ersatz von Batterien und Akkus in kleineren Geräten wie Laptops und Mobiltelefonen. Dies verspricht längere Einsatzzeiten und ein Nachfüllen von Wasserstoff abseits vom Stromnetz ist jederzeit möglich. Ein großes Problem gilt es aber noch zu lösen. Da Wasserstoff nicht natürlich vorhanden ist, muss er mit Hilfe der Elektrolyse hergestellt oder aus den verfügbaren Energieträgern Erdgas, Benzin oder Diesel gewonnen werden. Für die Umwelt ist die Brennstoffzelle aber erst dann ein richtiger Gewinn, wenn es gelingt, als Energiequelle für die Wasserstoffherstellung mittels Elektrolyse Solar-, Wind- oder Wasserkraft zu benutzen. Dann wäre eine völlig emissionsfreie, regenerative Energieversorgung erreicht und stinkende Autoabgase würden endlich der Vergangenheit angehören. Außer Zweifel steht aber, dass die Brennstoffzelle eine der Schlüsseltechnologien im 21. Jahrhundert sein wird.